Österreich auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2013 in Spanien. Das Unternehmen Qualifikation beginnt am 5. Jänner 2012 in Tulln und wir waren natürlich live dabei. Eine gute Vorbereitung beginnt mit einem kräftigen Frühstück, einer Informationsaufnahme und einem Trainingskickerl. Und genauso wie beim Fußball geht es auch beim Handball ums Toreschießen. Und dafür braucht es hundertprozentigen Einsatz und die richtige Taktik, denn das ist die Basis für ein erfolgreiches Spiel. Der neue Teamchef Patrikur Johannesson weiß übrigens ganz genau, was er mit unserem Nationalteam erreichen will. Ja, kurzfristig ist einfach die Spiele jetzt gegen Britannien und Israel zu gewinnen und dann möchte ich später, dass wir bei Weltmeisterschaft und Europameisterschaft dabei sind und irgendwann etwas Großes erreichen. Aber in erstens will ich einfach die Spiele jetzt gegen Israel und Großbritannien gewinnen. Und da der neue Teamchef unsere Mannschaft vielleicht doch noch nicht ganz so gut kennt, unterstützen wir ihn gerne mit einigen Insider-Infos. Jetzt schauen wir mal ins Zimmer 309. Ich glaube, dass der Victor und der Paco da drinnen sind, aber ich weiß nicht, ob die nicht schlafen. Also das freut sich jetzt wahrscheinlich nicht, aber das ist uns ja wurscht, ne? Oder? Ah nein, da nicht. Da wie andere. Raul und Schmiedl. Das Fernsehen ist da, gell? Zeigt euch von eurer besten Seite. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Ah ja, da haben wir schon was. PlayStation. Eh klar. Sehr cool, da komme ich sicher nochmal. Also wie gesagt, ich weiß nicht. Hallo? Der Victor schläft, aber der Paco ist wach. Paco, hast du was zum Sagen? Sag schnell. Gute Nacht. Gut. In dem Fall gehen wir wieder. So, klopf. Wen haben wir da? Richie Markus. Schauen wir mal, was der Einkauf von ist. Ja, nicht schlecht. Mein Arzt sagt, dass Gummizeug ganz wichtig ist für den Knorpelaufbau. Wenn du Knorpelschmerzen hast. Da sind wir in dem frequentiertesten Zimmer. Am Abend sind da immer so 5 bis 7 Leute, jeden Tag. Da, und was machst du da? Sollst du uns ein bisschen was sagen? Ja, ein bisschen auflockern, damit er schön fluffig im Tor steht. Sehr schön. Und eure Fehler ausbaden kann. Der Berti, der schlaft immer gern. Das hat er gern. Berti, das Fernsehen ist da. Magst du was sagen für die Kamera? Ich bin nur hier. Es ist nicht zu übersehen, Teamgeist wird bei unseren Jungs groß geschrieben. Natürlich auch im Wettkampf und auf dem Platz. Die Tulner Sporthalle war bis auf den letzten Platz ausverkauft und die Stimmung sensationell. Denn Österreichs Nationalmannschaft gewinnt gegen Großbritannien mit 15 Toren Vorsprung und der Jubel bei Spielern und dem Publikum ist entsprechend groß. Ein erster wichtiger Schritt ist getan, aber es warten noch viele Aufgaben auf unsere Teamspieler, die sich in Tulln in die Herzen der Fans gespielt haben. Und wir freuen uns schon jetzt auf das, was noch kommt.